So, hallo, wir machen weiter bei Tears of the Kingdom. Das Let's Play ist blind und ungeschnitten. Wir haben das letzte Mal Angelstädt befreit und sind jetzt nach Jordverde gegangen und dort immer in den Untergrund gesteppt, weil ich mich da mal umschauen wollte. Und da haben wir doch direkt so eine Arena hier gefunden. Jetzt hoffe ich, dass da unten nichts ganz Dramatisches auf uns wartet. Wir werden sehen, was passiert. Aber es kann eigentlich nichts Gutes bei rauskommen. Das sind bestimmt wieder so Jägerverstecke. Okay, nur die drei? Wenn es nur die drei sind, müsste ich eigentlich damit klarkommen. Oh, mein Masterschwert ist wieder hier am Start. Das sind jetzt wahrscheinlich nur die ersten gewesen. Wahrscheinlich kommen hier gleich. Ja, okay, alles klar, verstanden. Kommen mehrere Sachen raus. Aber mein Masterschwert ist hier unten richtig krass. Im Untergrund ist das Masterschwert übel. Okay. Okay. Erzähl mir mehr. Kann es dann hier unten überhaupt seine Kraft verlieren? Weil es eigentlich noch in seiner Regenerationsphase war, dachte ich. So, aber warte, ich heile mich mal kurz, dass ich hier auf jeden Fall weiterkämpfen kann. Für den Fall, dass hier gleich irgendwas ganz Böses schief gehen sollte. Ja, genau deswegen. Oh, shit, den habe ich nicht gesehen. Ich dachte, der ist schon down gewesen. Okay, jetzt kommt noch ein Silberner. Aber einer alleine? Dürfte ja nicht das Problem sein. Ey, scheinbar kann mein Schwert unendlich genutzt werden. Das ist ja voll sick. Ah, jetzt kommen noch ein paar mehr. Oh, doch, die Kraft des Masterschwertes geht zur Neige. Das ist nicht gut. Okay, ich dachte, es kann... Okay, schade. Dann ist das wohl ein Irrtum gewesen. Ich hätte trotzdem gerne ein Schwert jetzt, damit ich mein Schild weiter nutzen kann. Breitschwert ist nichts. Oder? Ne, es ist zweihändig. Ich habe nichts Einhändiges, ne? In dem blöden Stock, da habe ich einhändig. Nützt mir nichts. Ah, komm, dann. Dann aber ordentlich drauf. Dann aber gleich ordentlich drauf. Shit. Das war nicht, was ich wollte. Ah, Bruder. Sehr gut. Jetzt ist auch keiner mehr übrig, ne? Okay, sehr gut. Dann kann ich hier schon mal ein bisschen einsammeln. Und ihn jetzt da reinknallen. Sehr gut.
Nein, das wollte ich nicht. Oder wo eine brauchbare Waffe rumliegt. Da lag eine brauchbare Waffe rum. Okay. Puh. Gut, war auf Ende zu dann schon nochmal herausfordernd. Und definitiv nichts für meine... für meinen schlechten Kampfstil. So, komm, die Waldlanze macht jetzt mal einen Abflug. Die können wir noch zu Genüge nutzen. Der Zauberstab muss jetzt auch nicht sein. Dann nehmen wir nämlich den Kollegen hier mit. Hubala. So, und ansonsten sind hier nur Schilde und so Zeug. Na, okay. Gut, was ist jetzt hier drin? Wofür haben wir das gemacht? Yo! Okay, sick. Das war eine geile Belohnung. J werde mit Nas Krone. Alles klar. Okay, das war cool. Feier ich. Das war eigentlich... Kleidungsbelohnung ist immer das Beste. Muss ich einfach so sagen. Kleidungsbelohnung ist immer das Beste. Da gibt es gar nichts dran auszusetzen. Sofort speichern. Einfach mit Nas Krone. Geil, Lomatico. Jetzt heißt es hier zwar Miasmaschutz, aber ich will ja eigentlich auch ein bisschen leuchten. Also ich lasse jetzt mal das hier auf. Ah, das passt natürlich ganz gut zum Gewand der Finsternis auch, ne? Okay. Ja. Ah, ich wollte speichern. Das war der Plan. Geil. Sehr cool. Sehr cool. So. Jetzt ist aber die Frage... wo kann man jetzt hier noch hin in Jotwerde? Also ich bin sicher, es muss hier irgendwo... es muss ja auf jeden Fall irgendwo einen Schrein oben geben. Also muss es hier auch irgendwo... eine Wurzel geben. Die Frage ist, wo? Ich habe sie gefunden. Okay, da unten ist auch nochmal Stuff. Geil. Let's go. Sehr, sehr gut. Ja, spätestens jetzt hätte ich die Arena bemerkt. Ach, guck mal, jetzt hat es sich hier auch mit aufgeleuchtet. Ah, lol! Der Schatz ist am Ende von dem Schwertstück im Untergrund. Aber da muss man erstmal hinkommen. Dann komme ich von hier nämlich tatsächlich nicht dorthin. Dann ist es hier nämlich abgeschnitten, hier alles. Hier ist Schluss. Und das ist das, was ich schon vermutet hatte, dass hier Schluss ist. Ach, krass. Ach, krass. Ja, okay. Doch, das ergibt mehr Sinn, als ich gedacht hatte. Ha.
Das ergibt mehr Sinn, als ich... LOL! Hier komme ich nach oben. Das ist so ein Turm nach oben. Okay, wir haben jetzt einen Teleport. Wenn wir hier wieder runter wollen, können wir jederzeit runter. Wir gucken jetzt mal, wo wir rauskommen. Wir gucken jetzt mal, wo wir rauskommen. Das ist ja dann direkt in der Nähe von dem Schrein. Auch in, auf, also in der Oberwelt. Ja, das ist ja voll gut. Weil dann habe ich auf die Art und Weise ja die ganzen Monster geskippt. Ja, doch, doch, doch. Das gefällt mir. Dann ist der Schrein nämlich... Warte. In der Richtung. Entweder in der Höhle, was ich mir gut vorstellen könnte. In der Höhle könnte ich mir wirklich gut vorstellen. Oder nicht. Komm, wir probieren es mal. Ich habe ja eh gespeichert. Tiere zur Höhle. Okay, was kann man denn hier bauen? Kann man jetzt ganz verrückte Sachen bauen? Okay, haben wir schon. So, wie weit bin ich vom Schrein weg? In die Richtung. Das muss in der Höhle sein. Weil das ist hier, ne? So, der muss in der Höhle sein. Dann ist die Frage, wo ist der Eingang für die Höhle? Oh, nee. Brauchen wir jetzt gar nicht. Oder ich muss die erst alle erledigen und dann taucht der Schrein auf. Das wäre nicht so cool, aber könnte ich mir auch vorstellen. Ja, so wird es wohl leider sein. Ja, hier ist kein Höhleneingang. Wollen wir das machen? Mein Freund, machst jetzt einen schönen Abflug. Ja, also der Schrein wäre genau vor mir. Mann. Schnauze.
Ist das die Monstertruhe? Nee, da komme ich einfach so ran, okay. Flugbumerang. Ja, nee, passt schon. So. Du, mein Freund, da oben drauf, du fällst mir. Wer hat mich jetzt getroffen? Ja, du gefällst mir gar nicht. Ja, mach dich weg. Besser ist es. Braucht dich. Oh nein, er muss noch aufladen. Schade. Ich starte hier inmitten aller Monster. Das ist jetzt euer Ernst. Komischer Start, aber hey. Vielleicht gar nicht mal so schlecht. Oh shit. Okay, neuer Bogen. Wir gehen wieder außen rum. Das war ja grundsätzlich keine schlechte Idee. So, stärkere Waffe aber jetzt mal. Ja, das Problem ist mit so wenig Herzen. Ist es halt nicht die beste Idee. Ich muss mal wieder Essen kochen. Ich habe so viel weggegessen jetzt. Und ich habe so viel Maxi-Kram, was ich kochen kann. Hier liegt aber auch cooles Zeug rum, ne? Muss man auch mal sagen. War jetzt nicht so geplant. Habe ich mir eigentlich effektiver vorgestellt mit der Bombe, als wie das jetzt gekommen ist. Aber gut. Essen. Abwehr wäre vielleicht nicht schlecht. Thank you.
Warum heißt es Blitzschlagschwert, wenn es gar keinen Blitzeffekt hat? Das ist ja voll lame. Ja, im Gegensatz er ne? Hatte dann einen. Okay. Aber ich finde den Startpunkt halt nicht so gut an der Truhe. Der fühlt sich nicht so richtig an. Aber vorhin die Bomben da reinknallen war besser auf jeden Fall. Hier die Bomben reinknallen ist deutlich, deutlich besser. Okay, mein Freund. So, jetzt, was haben wir gerade gegessen? Das da hier, ne? Ja. Hat noch nicht so viel gebracht, ehrlich gesagt, scheinbar. Jetzt komm doch mal da hinten raus, Kollege. So. Bam. Alter, was war das denn? Shit. Aber da fehlt nicht mehr viel. Die Monsterhorde ist fast down. Ja. Okay, das war's. Sobald es ihn erreicht, war es das. Wer ist jetzt noch da? Oh, irgendein Elektrotyp ist noch da. Oder macht sie das gerade? Ich weiß es nicht. Ach, der da drauf. Nee. Was ist jetzt? Taucht kein Schrein auf. Aber Monsterhorde ist ja besiegt, oder? Oder habe ich jemanden... Also es ist noch irgendwo einer. Dass der nur runtergefallen ist oder so. Keine Ahnung. Ich bin verwirrt. Jetzt noch irgendwo einer oder nicht? Dort sehe ich auch niemanden mehr. Was muss ich tun? Ja, ne? Ich glaube, ich habe die noch nicht besiegt, weil... Irgendwie passiert nichts. Ich denke, es müsste ja was passieren, glaube ich. Schätze ich. Weiß ich nicht. Ha. Oder ich muss da drüben auch noch aufräumen. Wir gehen mal noch darüber, schätze ich.
Ist das ein Korb da oben drauf? Oha. Kanone. Klingt gut. Probieren wir gleich aus. Aber vor und holen uns den Krog da oben. Nein, wieso zurück? Nice. Ja, aber hier sieht man auch keinen Balken mehr. Also das scheint schon die Horde da oben gewesen zu sein. Ha. Oder es komme ich nicht so einfach rein. Nächste Monsterhorde. Okay, dann sind es einfach mehrere Monsterhorden. Mist. Komme ich jetzt nicht mehr ran? Doch. Sehr gut. Nice. Sehr schön. Heuer Exal vors Breitschwert. Ja, moin. Da schmeißen wir doch mal was weg. Ja, komm, wenn ich so Lanzen brauche, dann schaffe ich mir einfach weg. Bruder. Wieso ist die Waffentasche voll? Ich habe doch gerade... Hä? Geworfen. Hä, ich schmeiß... Ach so, ich schmeiß das nicht weg. Ich schieß damit. Ah, ich verstehe. Ich verstehe. Ich schmeiß die nicht weg. Okay, aber die hat nicht sonderlich viel gebracht. Ihr blöden Drecksviecher. Es reicht. So. Okay. Mehr essen. Mehr essen.
Ach, Bogenschwert nicht ausgerüstet. Alter, ich verbrauche alles in dem Part. Halt doch die Schnauze. Was willst du tun, wenn ich hier hochkomme? Und einmal mein Schwert schwingen. Aua. Alter, 3 Millionen Feuerfrüchte. Feier ich. Tschüss. So, wo ist jetzt hier noch einer? Ah. Das war die nächste Monsterhorde. Okay, und ich sehe, auch hier passiert erstmal nichts. Sondern die wird halt einfach als... Ja, ist halt weg, ne? Abgehakt. Sehr schön. Aber Alter, der Loot hier ist auch schon wieder richtig insane. Okay. Ich hoffe, ich habe alles gelootet, was ich so looten konnte. Nee, das sind noch Kisten. Was ist das? Ach, hier ist eine Truhe, siehst du? Ich wusste, irgendwo muss noch was sein. Nice. Okay. Dann haben wir da drüben wahrscheinlich die letzte Monsterhorde. Und dann hoffe ich jetzt mal, dass wenn wir die auch haben, dass dann der Schrein erscheint. Und wir nicht bis dahin den Blutmond bekommen. Hallo. Easy. Tschüss. Sehr gut. Ja, das ist die letzte Monsterhorde. Nein. Du machst einen Abflug. Hut.
Mann! So. Das muss ich mir alles dann holen, wenn ich von oben runterkomme. Okay, so noch da oben. Oh je. Shit. Okay. Da war er wieder zu crazy drauf, der Typ. Da war er wieder zu crazy drauf. Ja, das ist ein guter Startpunkt. Oh. Oha, ist einfach eine Rakete. Da ist einfach eine Rakete drin. Sieg. So, aber jetzt kann ich schon mal von hier den Kollegen runterpfeffern. Hat jetzt nicht so gut funktioniert. Tschüss. Und von hier den anderen. Wo ist der? Ja, wo ist denn der dann? Ach, hier. Okay. Haben wir schon. Hat sich gerade schon geklärt. Das Problem schon. Oh! Das ist gar nicht mal so doof. Warte mal. Okay, ich dachte, ich kann damit die Truhen öffnen, aber kann ich leider nicht. Nee, sah nur so aus. Doch, kann ich! Oh mein Gott, ich kann mit dieser Fähigkeit. Ich kann mit dieser Fähigkeit so Sachen öffnen. Komplett gratis dann praktisch. Das ist ja geil. Okay, damit hätte ich nicht gerechnet. Das ist ja voll gut. Oh mein Gott, das Erddings ist damit noch viel krasser geworden. Sehr schön. So muss das. Nice. Habe ich einige verschossen. Kann man immer wieder gerne zurücknehmen. Gar kein Problem mit. Geil. Das geht. Ey, das ist so gut. Oh. Das wollte ich nicht. Ich kann also aber auch die auslösen dann damit. Ey, ist das cool. Das ist echt cool. So, und jetzt wie gesagt, jetzt gehen wir von oben nach unten runter und sammeln alles ein. Irgendwo muss noch einer leben.
Wer zählt jetzt noch zur Horde? Da unten der Kollege. Nice. Okay, es muss noch eine Monsterhorde geben. Das ist aber leichtsinnig von dir, den Fuß auf diese Insel zu setzen. Angeblich soll sich auf dieser Insel das Versteck der Piraten befinden, die Angestellt angegriffen haben. Ich würde selbst würde mich am liebsten schnell wieder nach Hause verziehen. Aber die Monsterwehr hat mich hier auf die Erkundungsmission geschickt. Ich habe gerade eben ein Piratenschiff zur Insel zurückkehren sehen. Nachdem es auf die Rückseite der Insel gefallen war, wahrscheinlich schon... Oh, dann ist hinten eine Höhle. Dann ist doch der Schrein da. Oh mein Gott, ich hätte nichts zerstören müssen. Okay. Okay, alles klar. Ja, dann kochen wir jetzt mal was. Lange, 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 lange ist es her gewesen. So, wir haben Maxi-Echsen gefunden. Wo sind die denn? Ich sortiere mal nach Typ, ich denke, das ist am beschlausten. Echse. Mag es sehr. Oh, nur eine habe ich. Huch, okay. Wurscht. Shit, ich dachte, ich kann die einzeln kochen. Oh, das ist jetzt nicht so gut. Oh, das war jetzt doof. Okay, kann ich laden? ...23:44 Uhr. Ich glaube, da kann ich laden. Ich glaube, der ist okay. Okay, ich muss die Echse mit irgendwas kombinieren. Ups. Ups, ups, ups. Ah. Okay, haben wir alle schon gelesen. Haben wir alle schon gelesen. So. Neuer Versuch. Also, womit muss ich die Echse kombinieren? Als Medizinzutat füllen ihre hohen Vitalherzen über das Maximum hinein. Ah, Medizinzutat war mit, mit so, ne? Funktioniert das jetzt? Scheiße. Wie mache ich denn Medizin? Ich dachte aus Monsterzeug. Warte mal, Rezepte ansehen. Ah, okay. Ein Schleim noch dazu, alles klar. Woher auch immer ich das weiß, aber soll mir recht sein. Und wenn ich mehr Schleim dazu mache? Geil. Okay. Gut, das war die Maxi-Echse. Wir haben doch aber bestimmt noch Maxi-Trüffel oder so ein Kram. Aber der ist doch bestimmt bei den Pilzen normalerweise. Die Pilze sind doch normalerweise da oben. Da, Pilze. Ich habe 14 Maxi-Trüffel! Und 4 Edeltrüffel. Willst du mich verarschen? Alter.
Ja, dann 3 Millionen Maxi-Pilzspieße mal hier herstellen. Was? Die Provianttasche kann voll sein? Euer Ernst? Das geht? Ja gut, okay, dann halt nicht. Ed wird ja immer bescheuerter. Gut, aber wir haben jetzt gelernt. Entschuldigung. Wir haben jetzt gelernt, wo hier die Party stattfindet. Und es gibt also doch einen Hintereingang. Ich wollte noch extra nicht da rumfliegen, weil ich gedacht habe, das ist ja Quatsch. Wir müssen halt die 3 Monsterhorden erledigen. Ja, nee. Ja, nee. Am Ende waren die jetzt einfach nur Zusatz, so. Und das Eigentliche ist es einfach das Schiff unten. Das wäre sick. Aber dann ist es halt so. Also gibt es doch einen Hintereingang und dann ist doch der Schrein da unten drunter. Oh, das sind Bienen, die lassen wir mal schön in Ruhe. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Da muss man erstmal drauf kommen, wa? Da muss man erstmal drauf kommen. Wäre ich mal weitergegangen. Ich war schon hier, und dann habe ich gedacht, ach nee. Ist ja Quatsch. Und es war doch kein Quatsch. Ja, moin. Gott, jetzt kommen hier nochmal die richtigen Monsterhorden, wa? Höhle von Jodwerde. Alter, das hätten wir alles... Oh. Und sparen können mit den 3 Monsterhorden. Ja, woher soll man es wissen, ne? Masterschwert schon wieder. Ich bekomme das immer gar nicht mit. Plötzlich geht's einfach wieder. Ah, das ist jetzt nicht so gut. Okay, ich darf da nicht runterfallen. Ich komme nicht mehr hoch. So. Okay, kann mir jemand erklären, wohin ich den Röstbarsch gerade packe? Ach so, der stackt sich. Das ergibt Sinn. Okay, ich muss was testen. Kann ich die Dinger auch kaputt machen? Der hätte mich jetzt auch wirklich gewundert. Wenn das einfach gehen würde.
Okay. Auf. Wir probieren was aus. Das ist nicht, was ich ausprobieren wollte. Das auch nicht. Das hier. Hoppala! Das war nicht der Plan. Aber verstehe, dass das passiert ist. Bam. Warum haut er denn ins Feuer? Drecksack. Elektroscheiße kannst du gleich mal abhauen. Jo, was war das denn für eine Aktion? Hat er sich ins Wasser gejietet? Er ist einfach selber ins Wasser gejietet, alles klar. Kann man mal machen, ne? Ist halt dumm. Ich wollte noch, mein Gott. Ausweichen. Schade, jetzt ist es natürlich weg, dass der sich ins Wasser gejietet hat, ne? Schade, schade. Das war eine coole Aktion von ihm. Aber wir starten jetzt am Anfang, ne? Also es sind alle wieder da wahrscheinlich. Das ist natürlich doof. Ja, das ist ja natürlich dumm. Das ist natürlich richtig dumm. Oder halt die Schnauze drauf. Okay, wir probieren es wieder mit den Fässern. Und diesmal vielleicht nicht. Na, nicht so. Warum mit einem Fass, wenn man auch gleich drei nehmen kann? Bam. So, was ist das jetzt? Sie sagen, du musst ein Stehaufmännchen. Wofür? Ich weiß es nicht. Okay, so, ich heile mich jetzt erstmal hoch. Dafür haben wir das Essen ja gerade gemacht. Und dann geht's los hier. Thank you.
Oh, Bruder. Ich halte einfach nichts aus. Mann. Ja gut. Weiß nicht, ob ich hier hinten so schlau bin. Da wollte ich eigentlich nicht hin. Das hat sogar funktioniert. Interesting. Gut, dann machen wir jetzt erstmal die anderen Rand kaputt. Und die stressen. Gewaltig. Sehr gut. Oh, hier sind sogar nochmal Fässer. Sind nur noch die silbernen übrig. Das sein. Gut, dann gibt's noch mal Heilung. Ich muss ja eh das leer machen. Wir haben ja gerade gelernt, ich muss es leer machen. Also da ist ganz viel Kram, den ich halt eh sonst nicht nutzen würde. Da weg, das ganze Zeug. Wir müssen Platz machen. Na. Jetzt. Schade. Bruder. Crazy. Okay. Nur noch der Kleine übrig. Das heißt der Kleine, der andere Silberne halt. Der andere Silberne halt. Jetzt noch einer. Dachte eigentlich, wir hätten es jetzt. Ah, der am Anfang da unten, oder? Ah, der ist ja nur ein ganz kleines Licht. Easy. Okay, so. Dann war das jetzt die Geschichte. Dann geht's hier wahrscheinlich zum Schrein. Da musste man doch alle Horden besiegen, um dann die Quest abzuschließen. Aber hier geht's jetzt... Okay, hier geht's nicht zum Schrein. Aber ist auch wichtig. Ist jetzt halt auch die Frage, ob sie überhaupt den Schrein hier unten gibt.
dann doch, oder der dann doch erst auftaucht, wenn man die Quest abgibt. Also langsam weiß ich nicht, wo ich noch hin soll. Um nach Schrein zu suchen. Das ist ja nicht so gut. Ich komme nicht mehr raus. Nicht mehr. Ist alles nichts, wo es irgendwie weitergehen würde. Nee. Oh, doch, da oben. Da oben geht's noch wo rein, okay. Da ist der Schrein. Jetzt haben wir ihn endlich gefunden. Mein Gott, wieder eine ganz schwere Geburt hier. Scheiße. Nur ein bisschen erschrocken. Nicht schon. Och, nicht schon. Mein Gott, echt. Sind das Dornen? Nee, das kann ich nicht. Ach, das kann ich nicht anzünden. Nein, jetzt habe ich die Bretter hier kaputt. Nee, ich habe sie nicht kaputt gemacht. Zumindest. Also gut. Das sind so gut auch nochmal Bretter. Sehr schön. Jetzt haben wir es endlich. Endlich geschafft. Das war eine ganz schwere Geburt. Das ist aber hoffentlich ein Belohnungsschrein. Wenn ich in dem jetzt noch arbeiten muss, dann weiß ich auch nicht mehr. So, rein da. Oi. Ja, okay. Alles andere wäre jetzt auch heftig gewesen. Okay, aber da haben sie schon aus, als wäre eine relativ coole Challenge wieder gemacht, muss man sagen. So ein paar Monsterhorden erledigen. Hatte schon was. Hatte schon was. So. Jetzt muss ich allerdings per Hand sozusagen zu dem Typen wieder zurückkommen. Ah ja, ich weiß wie. Ich komme ja hier einfach mit dem Deckensprung raus. Ich komme ja hier einfach mit dem Deckensprung raus. Easy. Ja, Abflug. So. Und dann gehen wir zu dem Typen zurück. Dann sollte alles cool sein. Hey! Ja, es ist was passiert. Wir haben alle Monsterhorden erledigt.
blauer Leune, Säbelhorn, alles klar. Alles klar. So. Dann können wir jetzt noch den Rest kochen von meinen Maxi-Trüffeln. Aber warum es dann die Pilzspieße nicht stackt, weiß ich auch nicht so. Andere Gerichte stackt es und die einfach nicht. So, das ist auch wieder dumm. Aber ist okay. So. Gut. Ey, das war richtig nice. Das war richtig, richtig nice. Meine Aufnahmesession muss jetzt beendet werden. Ich habe keine Ahnung, wie viele Parts aufgenommen. Am Anfang der Aufnahmesession habe ich gesagt, das wären so 2 oder 3. Und jetzt sind wir bei keine Ahnung wie viel. Ich weiß es nicht. Aber ich finde es gut. Endlich mal wieder ein bisschen hier. Ein bisschen gespielt, kann ich euch wieder ein bisschen mit Parts versorgen. Ja, doch. Finde ich gut. So. Gibt's hier noch spannenden Loot, ist jetzt halt nur die Frage. Oder können wir gehen? Na? Vor allem gibt's hier noch Crocs. Das ist die Hauptfrage. Oh, das kommt mir jetzt erst. Ich habe mich ja gar nicht vernünftig angezogen. Ich habe ja noch geleuchtet. Ich hätte ja eine viel bessere Kleidung tragen können, ich Trottel. Oh mein Gott. Ich hätte eine viel bessere Kleidung tragen können. Ja, das war natürlich nicht so smart. Das war natürlich gar nicht so smart. Ah ja, moin. Da hätte ich... Ah ja, na gut, zu spät. Schaffen wir das bis darüber? Sollte, oder? Ja, schaffen wir. Da hätte ich ja vieles wahrscheinlich einfach haben können. Ich habe auch keine Angriffskleidung getragen. Ah, mein Gott. Oha. Aber da ist, glaube ich, gar nichts in der Luft. Aber wir können trotzdem mit dem Ding nach oben. So, hier ist wahrscheinlich ein Krog oder so. Jo. Hallo, ich hab dich angeklickt. Schwertschnapper. Okay. Rüstungsschnapper. Okay, hier sind coole Fische. Willst du mich verarschen? Ich hab dich jetzt 2-mal angetickt. So. Hallo? Ich hab ihn doch... hallo? Hä? Ich hab ihn doch... Ey. Jetzt aber. Das war ja komisch programmiert. So, wo ist jetzt das Ding runtergestürzt? Hier, ne? Ja. Das war nicht so gedacht.
Aber das Gute ist, der kommt ja jetzt wieder. Dann probieren wir das doch einfach nochmal, Lul. Ich hab nicht damit gerechnet, dass der so schnell nach oben zischt. Aber hier ist nichts, ne? Nö, was soll hier auch groß sein? Was hätte hier auch groß sein sollen? Okay, cool. Wir müssen abschließen. Es hilft nichts. Wir sind schon wieder bei einer Stunde. Es sind riesige Parts geworden. Es hat riesig Spaß gemacht. Wir haben richtig viel erlebt. Aber es ist jetzt mal gut wieder. Ja. Was wir jetzt alles noch machen werden, keine Ahnung. Ich glaube, so langsam können wir dann trotzdem mal ins Richtung Finale steppen. Wir haben jetzt wirklich viel, viel, viel gemacht. Und schauen wir mal, ob noch was kommt oder ob wir uns erstmal ins Finale begeben bei der nächsten Aufnahme. Denn so langsam bin ich doch ein bisschen in der Laune, Ganondorf jetzt ordentlich zu verprügeln. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir werden sehen, wohin die Reise geht. Und tschüss.